Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen das neue Sword Art Online anzocken. Ich bin ein Riesenfan der Serie und die soll... Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 7.10.2024. Die soll wohl jetzt demnächst, Ende 24, Anfang 25, habe ich gelesen, in die vierte oder fünfte Staffel, was das jetzt mittlerweile schon ist. Warte mal, erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel hat zwei, vierte Staffel. Die zweite hat nämlich, die dritte Staffel hat nämlich Teil 1 und Teil 2. Und, aber eine Auskopplung von, Gott, wie hieß denn das jetzt, mit dem, wo denn eher so Shooter-mäßig ist, die kommt jetzt gerade bei Netflix. Ach, Crunchyroll. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie das neue Sword Art Online ist. Ich habe ja auch meine Wiedergeburt als Schleim angezockt mit euch. Das zocke ich so nebenbei immer mal wieder. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin, wie gesagt, ein riesen Fan der Serie. Ich bin mal gespannt, mit wem wir spielen. Ob wir mit den Hauptcharakteren spielen. Inkustado! Ach ja, Japanisch, schade. Ist mir leider nichts Deutsches bei. Bestimmt wieder nur deutscher Untertitel. Das finde ich so schade. In Deutschland, der Anime-Markt, der steigert sich ja immer mehr. Immer mehr finden die Liebe zu Animes. Und auch zu Isekais. Ich liebe Isekais. Aber leider schaffen es die Spiele immer nur in Japanisch. Mit deutschen Untertitel oder mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertitel. Ah, Kirio. Aber leider nicht mit einer deutschen Sprachausgabe, obwohl wir super Synchronsprecher haben für die meisten Serien. Kirito, ja, Kirito haben wir. Ob wir jetzt auch Asuna wiedersehen? Wir können auch online spielen, aber wenn alle Kirio spielen, Kirito, Mensch, was ist mit mir heute los? Dann ist es ja, hör mal, ich bin gespannt. Gut. Ah, schön agil. Hm, da langsam nur. Normale Angriffe. Schwerer Angriff, also Viereck und Dreieck. Okay. Halte Viereck oder Dreieck. Bronze-Skill, okay. Gut. Also Steuerung ist agil. Das hätte ich mir bei Schleim auch gewünscht. Das war dann halt nicht nur von links nach rechts, sondern auch so schön hier. Haben. Ich versuche jetzt gerade mal leichte und schwere Angriffe. Spannend. Mission Kaishi! Kamerasteuerung ist auch okay. Blocken R2. Mission Kaishi! Das ist noch falscher Knopf.
Alte R1 doppelt. Gleichzeitig Viereck, Dreieck, Kreis, entsprechend erweitert das Skills einzusetzen. Cooldown, okay. Mission Kaishi! Okay. X. Okay. Mission Kuria, ne? Mission Kaishi! Okay. Gischt. Tekta! Ach, falsch. Die Welt sieht schön aus. R1 plus R3 aus dem Ultimativ. Okay. Aber was ist das? Ah, da hat er die Elfenohren. Also das ist schon, was neuer, weil die ersten Sword Art Online Sachen, da hat er noch nicht die Elfenohren, die sind erst ab Staffel 3. Nee, 2. Nee, Quatsch. Am Ende von 1. Da war 1 nicht doppelt, war nicht erst in Elder Tales und dann war er in dem anderen Spiel. Oh, ich komme da auch gerade ein bisschen durcheinander. Ein Message war da. Oni-chan, ima, hoka no minna ni mo shugo kaketerun da. Yoroshiku ne. Also die letzte aktuelle Folge ist die letzte Folge von der dritten Staffel. Also dritte Staffel, Teil 2. New World, wo sie dann wieder eintauchen. Und die andere Welt sich halt weiterentwickelt hat, wo sie 300 Jahre als König und Königin regiert haben, also er und Asuna. Das ist... Argyle ist der die Bar in der wirklichen Welt hat, wo sie sich immer treffen. Das ist seine Schwester in der wirklichen Welt. Und die war, glaube ich, die mit dem Drachen. Tekta! どうしてみようか試してみるかIch bin noch voll. Aber wie war jetzt nochmal heilen? Attacke. Okay. Geste.
Krieg voll? Nee, ich bin noch nicht voll. Beschleunigte, maximale MP. Maximale MP. Ja. Komm, weiter geht's. Tekta! してみるかい。試してみるかい。 Erhöht Schaden bei. Erhöht maximale RP. Ne, wir lassen mal maximale RP erhöht. Wir müssen jetzt da lang. Ah, hier ist noch eine Kiste. Kritischer Treffer ist plus. So, und jetzt da lang. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch eine Kiste. Tekta! Gift. Die nehmen wir auch noch mit. Da lang. Wenn du R3 drückst, kommt Renter halt. So, normal und einmal gedrückt, kurz und dann rennt er die ganze Zeit. Es sei denn, man macht eine Aktion. Finde ich gut, man muss halt nicht die ganze Zeit R3 reingedrückt halten, damit er rennt. Einmal nur kurz drücken und dann rennt er. Ist doch was. Komm, die nehmen wir noch mit. Eingesammelt. Gischt. Ja. Kritischen Schaden um 5. Na, tausch auch raus. Los! Ich geh so da, ne? Hey!
Man kann es auch plattformübergreifend spielen. Habe ich gelesen. Ja, na, Kischt. Man kommt hier auch so viel, so schnell rein. Looten, 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 looten. Aber von der Steuerung her? Und ist alles gut gemacht, ja, so von der vom Aufbau her. Ist das auch für Einsteiger ja geeignet und auch für Nicht-Anime-Fans. Würde ich jetzt mal so behaupten. Müssen wir aber wirklich mal langsam, wir sind schon 16 Minuten dabei, müssen wir langsam mal zum Ziel kommen hier. Ja, muss mehr blocken. Aber man kann schön agil kämpfen, also wie ihr seht ja, der springt hier und dann alles sehr schnell und zügig. Was ist jetzt hier irgendwie? Ja, hier. Lang. Muss man ein Tor finden. Denk mal, dann kommt ein Endboss. Ach komm, den machen wir damit. Schaden um 15%, erhöht kritische Trefferrate um 15%. Kritischen Schaden um 15%. Koizo Tatsura Kriya da! Ikuto! Kirito ist ja auch mal gleich vorne mit bei. Ziehen wir ganz schön wenig ab. みんな、行くよ、キリト君、スイッチ。
falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich aber richtig. Ich habe mal L3 gedrückt anstatt. Komm, gleich geschafft. Ja. Glückwunsch. Aber ein goldenes hat er nicht eigentlich sein schwarzes Schwert und dann das Rosenschwert von dem aus der dritten Staffel? Das ist so ein weißes eigentlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt zur Serie oder außerhalb oder Nebenstory oder... Jatta! Migoto Boss Gekiha! Minna, otsukaresama! Ach, der Rothaarige, genau. Ach da, die mit dem blauen Haar, das ist Asuna. お疲れ様でした。激発のトップは私もクイナラさん。エールオーは初めてなんでしょ?それであの動きができるのはすごいと思う。それであのアスナやアスナ。例えるなら。そう、アスナ、じゃあ、リストや名前。でも、スピアーズ関西だとしたら、オンメンタって、ちょっと。練習申請などさせていただいても。captive ちょっと暗い。だとしても。それにして。ああ、これ。ありがとう。まあ、基本的に親切彼自身にも。え?今、ああ、み。I want to wissen, ob wir jetzt nur in dieser Welt sind oder ob wir auch in die reale Welt gehen und da was erleben. Oder ob das denn halt nur mit Dings erklärt wird. Mit ein paar Videos. Ach, das Haus von Kirito und Asuna. Da fehlt aber nur ihr Kind. Also, ist kein Kind. Also, die haben nicht wirklich ein Kind zusammen. Aber halt ein Programm aus dem Spiel und es ist, ihr müsst euch die Serie angucken. Und jetzt euch mal bei Crunchyroll unten runter verlinken. Ich glaube, bei Netflix gibt es auch ein paar. Muss ich mal gucken, wo die jetzt gerade aktuell sind. Dann kann ich das verlinken. Also eigentlich ihr Kind ist eigentlich ein Programm innerhalb von einer KI vom Spiel und das wird dann halt ihr Kind, also ja, und dann wird es eine kleine Elfe im nächsten Spiel, wo sie dann halt bei den Elfen sind. Wie hieß denn das war Yggdrasil, glaube ich. Das hieß Yggdrasil, das Spiel. Wie die Weltenescher, wo sie dann halt einen Baum hoch müssen, weil Asuna oben im Käfig hier halt eine lange Geschichte hat. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Ich will halt nicht zu viel spoilern. Wir wollen uns ja nicht die Quatsch anhören, wir wollen ja gucken, wie es sich spielt. Okay, also Story Quest. Schnitte links. Normalmodus da drin, okay. Questinfos rüstest du mit Viereck auf, okay. Also wir haben jetzt Story gemacht und hier ist das nächste und da kommen wir dann mit Viereck.
die Infos aufrufen. Spielbare Charaktere. Empfohlene Spielrang 1. Machen wir mal, gucken wir mal, was passiert. Jetzt sind wir in der wirklichen Welt. Und? Ohayo. Ja, Kuinera. Kino wa doumo. Quinella, wie hieß denn die aus Staffel 3? Die dann in den Roboter kommt, weil sie aus der anderen Welt und lange Geschichte, oder? Hieß aber doch nicht. Chikamichi toka oshiete yareruze. War da irgendwas mit S? Mit der ist er ja im Dorf aufgewachsen, also angeblich lang nach. Sehr verwirrend, wenn ihr das jetzt alle hört. Asuna, Shirika, Isua, Onashita, Shirika. Asuna. Asuna ist also Asuna. Asuna ist Asuna. Ganz toll. Wieso heißt das jetzt Asuna anstatt Asuna? Das wurde doch im Spiel auch, in der Serie auch anders geschrieben, oder? Später gucken. Stand nicht, wenn da war der Name irgendwo zeigen. Stand da nicht Asuna? Ich muss mir die Serie nochmal angucken, ey. Quinero. Also ich denke mal, die Zwischensequenzen, worum es geht und was passiert und so, die sind dann in der realen Welt und spielen tun wir dann nur in der anderen Welt. Spielaufzeichnung fortsetzen, also okay, das ist hier blockt, das kann man nicht zeigen. Ich würde das halt überspringen. Das ist was Falsches. So. So, ich bleibe. Nee, ich bin jetzt sie. Ich bin jetzt sie, okay. Ja, ist schon ein bisschen anders jetzt mit ihr die Steuerung. Also die Steuerung ist exakt gleich, also. Aber da sie andere Attacken hat. Steuert sich das ein bisschen anders. Sie holt ein bisschen mehr aus mit dem Schwert. Kirito ist halt ein bisschen agiler. Und wieso schwebt die? Okay, wir haben. Die ist so ein bisschen langsamer, wenn ich R3 drücke. Da
lang. Ist doch was. Ich glaube nicht, dass die hier schweben sollte. Ach nee, die kann schweben. Okay. Und kreis es dann runter. Okay, Wasser ist nicht gut, oder was? Okay, da ist eine Blockade. Da ist doch was. Hier auf der Brücke, seht ihr das? Hier. Oder ist da was oben? Wir schwimmen jetzt mal hoch. Gucken. Ach, dann landet sie wieder unten. Okay. Muss ich ja auch irgendwie noch skillen können. Weil bis jetzt haben wir halt nur verschiedene Charaktere jetzt mittlerweile kennengelernt. Also erstmal haben wir mit Kirito alles wirklich erlebt. Oh, ich hab nicht mehr so viel. Scheiße. Jetzt renne ich hier aber mal durch. Das ist mir zu heikel. Ich hab nicht mehr so viel, oh Gott. So, was haben wir denn hier? Erhöht den Schaden bei Elementarflächen. Ach, da kann sie fliegen. Also schnell sein, okay. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Hier ist noch eine Kiste. So, konnte ich noch mal ein bisschen Energie nachheilen. So. Mist, ich wollte noch, ich hab mich verdrückt. Hm, abgekackt. Rang D, also da krieg ich, ach, da kriegt dann Kisten, okay.
Weiter. Gold. Analyse. Auch nochmal Gold. Rein. Er wird stärker. Wird sie oben ein bisschen stärker? Ja. Okay. Da müssen wir nochmal rein. Weil ich mich verdrückt habe, Mist. Muss ich mir das alles jetzt nochmal antun oder was? Und zu den Kisten müssen wir auf jeden Fall. Ich muss mehr auf die magischen Angriffe mit ihr setzen, weil sie nicht so eine Durchschlagkraft hat wie Kirito. Was haben wir denn jetzt hier? Kritischen Schaden erhöht. Den Angriff um 10. Ich verliere es jedes Mal L2 zu drücken, damit ich die damit ich mich auf ihn fixieren kann hier. Den Schaden bei elementaren Schäden. Ich lasse mal den anderen drin. Ich lasse mal jetzt die Kisten aus. Ich will jetzt nur. Obwohl. Ja,
Scheiße. Cooldown 20% weniger, so gut. Gut. Von Weitem hier. Wie kann ich so viel einstecken? Jetzt haben wir ihn. So, noch eine Kiste. Das schaffe ich nicht mehr. Ich denke mal gleich hinten dran. Rang C. Eine Kiste. Ja, weiter mit Option-Taste ist halt ein bisschen doof bei mir, weil ich habe ja eine Gummikäse drauf. Da hat er das Blaue, da ist es doch. Ungewöhnlich. Ist das das Schwert, was Asna hatte? Asna macht ja mal mit Degen. Okay, bestätigen wir weiter. Rang 2 und nicht. Springen. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Der Mehrspielermodus ist freigeschaltet.
Freies Erkunden nur online. Koop Quest nur online. Mhm. Wähle einen Modus mit Viereck und starte dann das Spiel. Mit Dreieck lässt sich nicht ohne Internetverbindung spielen. Die Lobby. Im Lobby-Tab. Der Startbildschirm siehst du einige Orte, eventuell eine Bitte um Hilfe. Schließe Quest ab und erhältst du Gegenstände, die deinem Spielrang entsprechend einen zusätzlichen Platz Belohnung. Ein zusätzlicher Platz für Belohnungen, und andere Belohnungen sowie Ausrüstung solltest du dir nicht entgehen lassen. Also, okay. Dies ist das Hauptmenü des Spiels mit Viereck. Wählst du Modus aus und mit Dreieck spielst du ihn. Mit R1 und L1 schaltest du zwischen den Tabs. Im Tutorial Quest über Menübildschirm öffnen der Lobby, blablabla, Startbildschirm wechselst du R2 zum Archiv und öffnest Hilfe-Tab. Okay. Ah, hier, Gun Gear Online, so hieß es, genau, das ist nämlich die neue. Also die Auskopplung praktisch. Also ich werd Kirito auf jeden Fall pushen, das ist definitiv. Hier kannst du Charaktere anpassen, nachdem du einen Charakter ausgewählt hast, öffnet sich Bildschirm. Okay. Kämpfer, Schurken, Rang, Kirito zählt zu Schurke, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Freischalten durch Abschlüsse von Quests. Also ich habe jetzt nur die frei. Okay, dann nehmen wir den. So. Gewöhnlich. Ist aber stärker. Habe ich noch nichts anderes? Also kriegen wir auch andere Outfits. Waffenskins. Oh. Sticker, Emojis. Ja, das ist Sticker und Emojis. Das ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Add-on, Besuche. Welt, einiger Moment. Ist verfügbar. Freischalten durch Abschluss Quests. Administrator, Hauptstory. Aha, okay. Charakterinfo. Müssen wir jetzt mal als Favoriten speichern. So. Awesome. Auch noch nichts Neues. Das ist die aus dem Shooter-Spiel. Also Gun Gear. Oder wie das hieß.
auch nichts freischalten. Okay. Werkstatt. In diesem Bildschirm kannst du gegen Cool einige Waffen und Zubehörteile herstellen. Die Gegenstände werden per Zufallsgenerator erstellt und entsprechen dem aktuellen Spielrang. Probier es ruhig mal aus. Ach, dem aktuellen Spielrang, also müsste man eigentlich hier erstmal alles normal lassen und dann. Aber wir versuchen es mal auf. Oh, ich habe 1064. Waffen für Magier oder Supporter, Schurken, Range, Kämpfer, Taktik, Waffen zu. Effektkugeln, keine Effektkugeln verfügbar. Waffen. Ja, ich habe es ausgerüstet. So. Gegenstand verstärken. Okay, dann habe ich die. Ach, dann kann ich da gleich. Okay, Zubehör. Aber ich, schade, dass ich nicht sehe, wer hier was trägt. Nur Kirito. Gewöhnlich. Nee, dann themen wir uns mal lieber noch auf Season Pass. Hier findest du alle Inhalte und Fortschritt vom Season Pass. Wähle ein Kuso, ein Element. Aha. Okay, also ich bin jetzt noch nicht großartig weit. SAO, also Sword Art Online Ticket. Verbrauchsgut. Gegenstand, der sich dann tauschen lässt. Okay. Klamotten. Ach, das ist diese. Genau, diese. Ach Mann. Wenn sie denn so schwebt. Das sieht auch richtig geil aus. Schwert. Guck mal, was ganz hinten ist. Ah, Fragezeichen. Dann kommt Ticket, Gesten. Verbrauchsgut, okay. Shop. Piratenpaket. Unten steht dann da, was ist. Wie teuer ist denn das eigentlich? Gold oder Tickets. Ah, das ist aber alles in-game. Oh, der Tagbutton sieht aber auch geil aus. Also nicht mit Realgeld. Und dann kann man aussuchen, ob mit dem goldenen. Shop für SAO-Medaillen. Geht auch nicht.
Ah doch, man kann echtes Geld kaufen, aber irgendwie klappt es nicht, dass ich da gerade hinkomme. Puh, das ist aber auch... ...2700? Für 20 Ocken, das ist schon... Das habe ich noch nicht gedownloadet. Installiert. Ja, da hast du ein bisschen was über und dann kannst du eben so ein Ticket kaufen. Also eben so ein Dark Bundle kaufen. Zwei Schwerter, eine Emote. Die Emote ist mir vollkommen egal. Aber die Rüstung. Da wird bestimmt noch mehr dazu kommen. Ach, jetzt hat er das gemacht. Nee. Supporter, Schurke. Nee, Kämpfer ist Kirito. Das ist ein Kämpfer. Werkstatt. Waffe für Kämpfer. Waffe für Schurke. So, wir machen mal, wenn wir das jetzt hier machen. Wir testen das mal, erstellen. Wir erstellen erstmal eins. Ich habe nicht so viel Kohle. Wir wollen ja auch das angucken, was passiert. Analyse. Okay. Also ist nicht sicher, dass man das kriegt, was man braucht. Wir versuchen es nochmal für Kämpfer. Gegenstand verstärken. Jetzt kann ich den nicht weiter verstärken. Achso, kostet 1000. Scheiße. Auswählen Story, zusätzliche Geschichte, freier Kundenbar, Koop-Modus. Spieler, die. Ja. Drin werden mit Strafe belegt für. Okay. Zurück. Nee, dann wollen wir mal lieber Online-Modus noch nicht. Story, zusätzliche Geschichte. Dieser Modus schaltest du frei, indem du die Quest keine Angst jetzt abschließt. Okay, keine Angst jetzt. Story. Yeah. Achso, warte mal, ich muss noch Charaktere. Ich habe eine neue. Dann legen wir die auch rauf auf ihn. So. Kirito und sie. Aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Tamaniwa nonbiri suru no mo ii na. たまにはのんびりするのもいいな。
Das sieht interessant aus. Also sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also von der Spielart hat es mir sehr gut gefallen. Es ist, jetzt habe ich jetzt mit Kirito gespielt, das ist sehr flink. Man kann springen, anvisieren. Mit ihr kam ich jetzt nicht so zurecht. Aber es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Und ich denke mal, online mit anderen zusammen wird es noch viel geiler werden. Aber nichtsdestotrotz, wird angezockt. Wir sind jetzt bei über einer Stunde. Würde ich sagen, reicht es jetzt? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.